Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich bin Marco Frenschkowski, Professor für Neues Testament an der Universität Leipzig. Und dies ist eine meiner Vorlesungen im Sommersemester 2020. Aus den bekannten Gründen, nicht aus der Fakultät und aus dem Vorlesungsraum, sondern aus meiner Höhle im Taunus. Dies ist eine Vortragsreihe von knappen Einführungen, je etwa 30 Minuten zur Geschichte der Wissenschaft vom Neuen Testament und zu den großen exegetischen und bibeltheologischen Entwürfen, die aber nicht ganz chronologisch vorgeht, sondern verschiedene Bausteine liefert, die für die Studierenden dann mit Texten und ähnlich zu ergänzen sind. Sie können diese Vorlesungen im Grunde in beliebiger Reihenfolge hören. Jeder hat ein eigenes Thema. Und auch externe Gäste, liebe Damen und Herren, sind immer sehr herzlich willkommen. Heute also zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Es ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ab wann man von einem Leben Jesu als einer eigenen Variante des biografischen Schreibens sprechen kann? Dazu tritt dann noch das Problem, dass die meisten Darstellungen nur auf den deutschen und angloamerikanischen Bereich schauen, als habe es andernorts keine nennenswerte Jesus-Forschung gegeben. Das stimmt aber natürlich nicht. Natürlich hat es zu allen Zeiten Predigten und hagiografische Texte gegeben, die sich an den Evangelien orientieren. Und diese können auch schon vor dem Erwachen der im engeren Sinn historisch-kritischen Forschung Ähnlichkeiten mit den Jesusbüchern des 19. bis 21. Jahrhunderts annehmen. Als Albert Schweitzer seine berühmte Geschichte der Leben-Jesu-Forschung schrieb, erste Auflage von Reimarus zu Wrede, eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung 1906, zweite stark erweiterte Auflage unter dem Titel Geschichte der Leben-Jesu-Forschung 1913. Da ließ er sie mit Hermann Samuel Reimarus im 18. Jahrhundert beginnen, den er über alle Maßen lobt, als eigentlichen Auftakt einer kritischen, historischen Rückfrage nach Jesus, die sich nicht nur in Evangelienparaphrase erschöpfe. Zitat, zum Wesen des Protestantismus gehört unerschrockenes Wahrheitsbedürfnis, schreibt ein beliebter Gedanke Schweizers. Dieses Bedürfnis stellt sich aus einer Außensicht als ein immer wieder beschworenes Pathos dar. In einer kurzen Vorbemerkung lässt Herbert Schweitzer am Reformationszeitalter kein gutes Haar. Luther habe alle historischen Fragen in Hinsicht auf Jesus und etwa die Widersprüche zwischen den Evangelien für theologisch gleichgültig erklärt, während ein Theologe wie Andreas Osiander letztere aus dem Weg räumt, indem er zu einer besonders absurden Theorie Zuflucht nimmt. Unterschiedliche Berichte sprechen nämlich grundsätzlich von unterschiedlichen Ereignissen. Es habe also zweimal eine Tempelreinigung gegeben, einmal mit Johannes am Anfang des Auftretens Jesu, einmal kurz vor der Passion mit den Synoptikern, die er natürlich so noch nicht nennt. Ja, selbst das Töchterlein des Jairus sei eben mehrfach auferweckt worden, weil die Berichte darüber nicht zu harmonisieren sind. Es ist selbstverständlich, dass sich eine historische Jesusforschung von solchen Modellen verabschieden musste. Überhaupt können, so Schweitzer, von einer synoptischen Lektüre der Evangelien, dem Pons Asinorum historischer Jesusforschung, im 16. Jahrhundert noch keine Rede sein. Die Griesbachsche Synopse erschien zuerst 1774 bzw. separat 1776. Immerhin hatte Osianders Evangelienharmonie ab 1537 viele Auflagen erlebt und die soteriologische Konzentration der Reformation musste den Blick auch auf Jesus als geschichtlichen Menschen lenken. Die Predigten des Johannes Mathesius über das Leben Jesu kann man in gewissem Sinne als ein frühes Jesusbuch sehen. Mathesius hatte seine Predigten über das Leben Jesu unter dem alten Sammelnamen Historia zusammengefasst. Historia unseres lieben Herrn und Heilands Jesu Christi, Gottes und Mariens Sohn und so weiter. In der Erstdruck Nürnberg 1568 bis 79. Das Werk war sehr verbreitet bis zum 30-jährigen Krieg, erschienen 8 Auflagen und auch rasch eine böhmische Übersetzung. Sie stellen einen zusammenhängenden Zyklus von Predigten dar, der sich nun nicht an einem einzelnen Evangelium orientiert, das hat es seit der alten Kirche immer gegeben, sondern eben am Leben Jesu als einer biografischen Ganzheit und behandeln manche Fragen, die später in Jesusbüchern ebenfalls bewegt werden. Mathesius hatte ja auch Luther in einem Predigtzyklus biografisch behandelt und war dafür bekannt geworden. Er war Pfarrer in Joachimsthal in Böhmen.
Die Frage nach frühen Jesusbüchern hat dabei einen etwas weiteren kulturgeschichtlichen Kontext, der mitbedacht werden muss. Im 15. und 16. Jahrhundert emanzipiert sich die Form der Biografie von ihren Vorbildern, den Heiligenleben und Fürstenwiten des Mittelalters. Lebensläufe von einfachen Menschen, aber auch von Künstlern, von Entdeckern, auch von erfolgreichen Bürgern werden nun biografiewürdig. Der Blick auf ein Menschenleben als Ganzes nimmt überhaupt neue Formen an, die sich rasch ausdifferenzieren. Das musste auch den Blick auf das Leben Jesu ändern. Obwohl dieser noch nicht wirklich in geschichtlichen Kategorien, also in konsequenter Distanz zur Gegenwart wahrgenommen wird. Bedenkenlos werden Begriffe und Konzepte der eigenen Zeit verwendet, um die Lebenswelt Jesu zu beschreiben. Man versteht, dass sich die spätere Forschung hiervon distanzieren musste. Auch von Mathesius führt keine methodische Linie zu den Jesusbüchern der Gegenwart. Üblicherweise beginnen daher Übersichten über die Geschichte der Leben Jesu-Forschung ihre Darstellung im 18. Jahrhundert. Als das wachsende historische Bewusstsein zur Entstehung einerseits des Historismus als einer spezifischen Geschichtsbezogenheit und einer neu an methodischen Fragen interessierten Geschichtswissenschaft andererseits führte. Die altprotestantische Lehre von der Verbalinspiration der Schrift war fragwürdig geworden. Tatsächlich ist sie ein Abkömmling der einer hellenistisch-philosophischen, aus der Mantik stammenden Inspirationsvorstellung, die in der alten Kirche rezipiert worden war, aber wenig Nähe zu neutestamentlichen Vorstellungen vom Heiligen Geist und seiner Wirksamkeit hat. Im Kontext Reformation diente sie der Abstützung des protestantischen Schriftprinzips. Allein die Heilige Schrift sei Quelle der wahren Heilserkenntnis. Das inspirierende Pneuma verdrängt in einem solchen Modell für einige Zeit geradezu die menschliche, etwa Autorpersönlichkeit, sodass die Gottheit direkt durch ein Medium spricht bzw. schreibt. Diese Ausdrucksweise ist natürlich modern. Die Ausschließlichkeit der Schaffung des Textes durch Gott selbst kann sich bis zur These einer Inspiration sogar der Vokalzeichen des hebräischen Textes steigern. So schon bei Johann Gerhard, der die Inspirationslehre der altprotestantischen Orthodoxie wesentlich geprägt hat. Freilich hatte schon Elias Levita 1538 den mittelalterlichen Ursprung der Vokalzeichen nachgewiesen. Aber erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts setzte sich langsam in der protestantischen Dogmatik die Einsicht etwa in die sekundäre Supplementierung der hebräischen Vokalzeichen durch. Ähnliches wäre dann Mutatis Mutandis für die griechischen Texte des Neuen Testamentes zu sagen. In solchen Einsichten meldet sich die behutsam entstehende historische Bibelwissenschaft zu Wort. Mit dem Ende der auf Buchstabe und Wortlaut fixierten Inspirationslehre wurde es denkmöglich, auch von den in den Evangelien tradierten Jesusbildern abweichende Vorstellungen darüber zu entwickeln, wie Jesus geschichtlich zu verstehen sein könnte. James D. G. Dunn überschreibt sein Übersichtskapitel zu dieser Phase der Jesusforschung geradezu mit The Flight from Dogma, die Flucht vor dem Dogma. Albert Schweitzer hatte es noch drastischer formuliert. Die geschichtliche Erforschung des Lebens Jesu ging nicht von dem rein geschichtlichen Interesse aus, sondern sie suchte den Jesus der Geschichte als Helfer im Befreiungskampf vom Dogma. Zugleich bildet sich mit der Evolution des naturwissenschaftlichen Diskurses, Francis Bacon, Isaac Newton, ein Bedürfnis nach stabilen Fakten und methodischer Begründung des Wissens aus, die ihrerseits wiederum zu größerer Freiheit in der Infragestellung tradierter kirchlicher Positionen führte. Die sich unter diesen Rahmenbedingungen ab dem 18. Jahrhundert entwickelnde Jesusforschung wird gerne in mehrere, zum Beispiel vier Phasen eingeteilt. Doch hat eine solche Einteilung natürlich immer nur begrenzten heuristischen Wert und insbesondere gibt es zu jeder Zeit Forschungsbeiträge, die den Fragestellungen und Methodiken vorausgehender Epochen verbunden bleiben. In Forschungsüberblicken wird die Zeit von Ramarus bis etwa 1900 gerne als erste Phase, First Quest in der englischen Literatur, zusammengefasst, an deren Ende die Jesusforschung dann in eine erste große methodische Krise geriet. Im Zuge dieser, vor allem mit dem Namen Albert Schweitzer verbundenen Krise, wurde es schließlich immer fragwürdiger, inwiefern überhaupt im Rahmen eines biografischen Diskurses über Jesus gesprochen werden könne. In der englischen Forschung gerne als Phase des No Quest, keine Rückfrage, tituliert.
Auftrag des Wechsels ist Schweizers Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, wie gesagt in erster Auflage unter dem Titel Von Reimarus zu Wrede. Der damit die beiden Namen benennt, welche am Anfang und Ende der Jesusforschung nach Schweizers Sicht stehen. In der vorangehenden ersten Epoche der Jesusforschung, vor der durch William Wrede und Schweizer signalisierten Wende, ist das Vertrauen groß, aus den Evangelien, bald aber auch nur aus den Synoptikern, mit Fantasie ein Bild nicht nur der äußeren Etappen des Lebens Jesu, sondern auch seiner inneren seelischen Entwicklung zeichnen zu können. Viele dieser Modelle entstanden in expliziter Spannung zur altkirchlichen Christologie und zu kirchlichen Christusbildern. Dieses Vertrauen wurde durch Albert Schweitzer zerstört, indem er zeigte, wie die Rekonstruktionsergebnisse direkt als Funktionen der erkenntnisleitenden Interessen der betreffenden Forscher beschrieben werden konnten. Nicht zuletzt auch ihrer persönlichen Religiosität. Schweitzer bezeichnete es geradezu als ein eminent persönliches Unterfangen, ein Leben Jesu zu schreiben, und meint das durchaus in einem kritischen Sinn. Dem gedanklichen Experiment ist er nicht abgeneigt. Ohne dieses sei es angesichts der Lücken unserer Überlieferung gar nicht möglich, zu einem Gesamtbild zu gelangen. Aber wenn das Bild offensichtlich eine Funktion eigener religiöser Interessen ist, wird es fragwürdig. Nach einer Phase radikalen Zweifels an einer Erschließbarkeit des historischen Jesus, vor allem in der deutschen Forschung, entstand nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb der kritischen Bultmann-Schule eine neue Rückfrage nach Jesus. Second Quest oder New Quest im englischen Sprachraum, die vor allem durch das Differenzkriterium geprägt war. Jesus wurde hier sehr stark unter der Leitfrage des Unterschiedes, sowohl gegenüber dem frühen Christentum als auch gegenüber dem älteren Judentum gesehen. Mit dem Anwachsen des Wissens über das antike Judentum, dem Zurücktreten der dialektischen Herigma-Theologie und neuen methodischen Zugängen entsteht ab etwa den 1970er Jahren die dritte bzw. dann vierte Phase der Jesusforschung, die bis heute anhält. Dazu dann in späteren Vorlesungen. Dabei war Jesusforschung weitgehend, wenn auch nicht ganz ausnahmslos, eine von Theologen, mehrheitlich sogar nur evangelischen Theologen, geprägte Fragestellung. Sehr wenige Historiker im fachwissenschaftlichen Sinn, noch weniger Religionswissenschaftler hatten sich daran beteiligt. Einige Ausnahmen werden in dieser Vorlesungsreihe später vorgestellt. Allerdings wurde Jesusforschung fast von Anfang an von bedeutenden jüdischen Forschern flankiert und war insofern keine ausschließlich christliche Angelegenheit. Auf diese wollen wir einen kurzen Blick werfen, ehe wir uns wieder den christlichen Forschungsdiskursen zu wenden. Auch hier gibt es frühe Vorläufer. Das versuchte Isaac Trocki, gestorben 1594, ein Karäer aus Litauen, eine frühe Analyse der Evangelien. Dabei sieht er bereits deutlich verschiedene Widersprüche der Evangelientexte untereinander, die mit ihren schriftstellerischen Tendenzen zusammenhängen. Sie geben den Wortlaut alttestamentlicher Passagen oft verkehrt wieder und schrieben den Juden die Schuld am Tode Jesu zu, obwohl dieser Tod doch nach christlicher Auffassung gerade das Heilsereignis sei. Viele spätere christliche Lehren wie die Trinität Gottes seien in den Evangelien noch völlig unbekannt. Auch die bei späteren jüdischen Autoren beliebte Auffassung von Jesus als einem liberalen Pharisäer nach Art Hillels hat bereits frühe Vorläufer gefunden, so den venezianischen Rabbi Leon da Modena, 1571 bis 1648. Gottes Sohn habe er sich selbst genannt, im biblischen Sinn eines Auserwählten, ohne jede Exklusivität. 1856 und 1873 veröffentlichte dann der deutsche Rabbiner Abraham Geiger, gestorben 1874, der 1870 auch Mitbegründer der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin war, diese bis dahin in der christlichen Forschung kaum beachteten jüdischen Jesus-Schriften neu, also er gab sie heraus und brachte sie damit auch in die christliche Forschung ein. Vorher hatte man das gar nicht bemerkt, dass auch Juden über Jesus geforscht hatten. Insofern, insbesondere ist hier schon die Frage vorweggenommen, inwiefern Jesus als Teil des Judentums oder eher im Konflikt mit diesem zu sehen sei. Ein auch von Christen viel gelesenes Jesus-Buch hat dann bereits in der Phase des No Quest und in deutlichem Gegensatz zu dieser Josef Klausner geschrieben, 1874 bis 1958, erst in hebräischer,
1922 dann in deutscher Sprache. Jesus von Nazareth, seine Zeit, sein Leben und seine Lehre. Berlin 1930. Er legt den Ton ganz auf die Ethik Jesu. Zitat: Wenn einst der Tag kommen wird, wo diese Ethik die Hülle ihrer mystischen und mirakelhaften Umkleidung abstreifen wird, dann wird Jesu Lehre eine der erlesensten Schätze der jüdischen ethischen Literatur aller Zeiten sein. Angesichts seiner Taufe, wieder Zitat, blitze in Jesus wie ein blendendes Licht der Gedanke auf, dass er der erhoffte Messias sei. Klausner. Das Jesusbild ist von dem der älteren christlich-liberalen Forschung in mancher Hinsicht nur wenig entfernt. Selbstverständlich gehört dazu eine Distanzierung vom Christusbild der christlichen Kirchen, wie es auch Martin Buber exemplarisch formuliert hat. Ich zitiere Buber: Von den messianischen Gestalten der jüdischen Geschichte, von Bar Kochba bis zu dem infamen Lügner Jakob Frank, ist Jesus die erhabenste, die großartigste. Aber der Messias ist er nicht. Die Welt blieb auch nach ihm unerlöst und wir spüren, wie diese Unerlöstheit uns direkt in die Poren dringt. Martin Buber. Andere jüdische Jesusforscher, die unter anderem in deutscher Sprache geschrieben haben, waren nach Weltkrieg und Holocaust Shalom Ben-Churin, 1913 bis 1999, geboren unter dem Namen Fritz Rosenthal, David Flusser, 1917 bis 2000, und Pinchas Lapide, 1922 bis 1997, der eher ein religiöser Journalist, nur kurze Zeit Universitätsdozent war, aber der als Stimme im jüdisch-christlichen Dialog viel öffentliche Beachtung fand, auch in meiner Jugend. Ich kann mich noch sehr gut an ihn erinnern. Der wohl einflussreichste jüdische Jesusforscher aber wurde der Brite ungarischer Herkunft Geza Vermesh, zu ihm später ausführlich. Lapide, Veteran des Dialogs, hatte auch versucht, Variationen jüdischer Jesusbilder zu unterscheiden. Eine frühe Richtung habe die Unterschiede betont und Jesus ganz vom christlich-jüdischen Konflikt her gesehen. Eine jüngere, nach wie vor verbreitete Richtung sieht Jesus von seiner Wortüberlieferung her ganz als Juden, als Vertreter eines Reformjudentums, dessen Kritik sich etwa gegen eine falsche, in die Irre gegangene Halacha richte, so schon Klausner. Die heidenchristliche Kirche habe zu einer unjüdischen Überzeichnung der Jesus-Tradition geführt. Eine dritte Richtung jüdischer Auslegung schließlich sehe Jesus vor allem als Kämpfer gegen Rom und traditionelle Hierarchien, etwa im Tempel. Jesus als Rebell. Eine vierte versuche Jesus in ein möglichst umfassendes Bild des antiken Judentums einzuzeichnen und betone dabei sein eigenes Jude-Sein. Der Martin Buber-Schüler und Journalist Shalom Ben-Churin hat 1967 ein jüdisches Jesusbuch vorgelegt, das im deutschen Sprachraum für den christlich-jüdischen Dialog wegweisen wurde. Nicht zuletzt wegen seiner zurückhaltenden Hypothesenbildung. Freilich wird auch hier Jesus in liberaler Tradition in einen Gegensatz zum kirchlichen Christus gestellt. Als Prophet habe er sich nicht verstanden, zumal er die prophetische Legitimationsformel »So spricht der Herr« gar nicht verwende. Seine vollmächtige Rede sei vielmehr Schriftauslegung ergänzt durch Gleichnisrede gewesen. Ben-Churin versäumt es nicht, das präferierte Zitat aller liberalen oder auch nicht-kirchlichen Jesusdeutung anzuführen. Das kennen Sie auch, wird auch heute immer wieder zitiert. Jesus fühlte rein und dachte, nur den einen Gott im Stillen, wer ihn selbst zum Gotte machte, kränkte seinen heiligen Willen. Das ist natürlich Goethe aus dem westöstlichen Divan, aus dem Buch Sulaika, das Postum publiziert. Jesus sei nach Ben-Churin selbst wohl Pharisäer gewesen, auch wenn ihn manches von der pharisäischen Richtung trennte und er insofern geradezu ein Beispiel für innerpharisäische Opposition darstellte. Essena oder Zelot sei er sicher nicht gewesen. Vielleicht habe sich in ihm auch ein Gefühl für eine messianische Sendung entwickelt, aber eine messianische Proklamation habe er seinen Jüngern jedenfalls verboten. Zusammenfassend zitiert Ben-Churin schließlich Martin Buber, auch wird das ein berühmtes Zitat: Jesus ist für mich der ewige Bruder, nicht nur der Menschenbruder, sondern mein jüdischer Bruder. Ich spüre seine brüderliche Hand, die mich fasst, damit ich ihm nachfolge. Es ist nicht die Hand des Messias, diese mit Buntmalen gezeichnete Hand.
Es ist bestimmt keine göttliche, sondern eine menschliche Hand, in deren Linien das tiefste Leid eingegraben ist. Soweit Buber den Ben-Hurin zitiert. Es sei der Glaube Jesu, der Christen und Juden vereine, während der Glaube an Jesus sie trenne. Das ist ein berühmtes Beispiel für eine jüdische Sicht. Ein Höhepunkt erlebte die jüdische Jesusforschung dann wenig später im Werk des ungarisch-britischen Historikers Gesar Vermes, 1924 bis 2013, der von zum Katholizismus konvertierten, dennoch im Holocaust umgekommenen jüdischen Eltern abstammt, dann erst katholischer Priester war, dann 1957 zum Judentum zurückgekehrt ist. Er hat es aber abgelehnt, diesen Vorgang als Konversion zu verstehen. Er war dann viele Jahre Professor of Jewish Studies an der Oxford University. Vermes wurde durch Arbeiten sowohl zu den Qumran-Texten als auch zur rabbinischen Literatur bekannt. Sein Buch Jesus the Jew, A Historian's Reading of the Gospels, 1973, hat zum einen die Evangelien als antike Geschichtsschreibung rehabilitiert, vor allem aber Jesus in das Umfeld galiläischer Charismatiker eingeordnet und damit einen dezidiert jüdischen Rahmen benannt, innerhalb dessen Jesus verstanden werden könne. Dazu später in dieser Vorlesung ausführlicher. Ich komme auf dieses Deutungsmodell zurück. Auch der bekannteste amerikanische Judaist der Gegenwart, Jacob Usner, 1932 bis 2016, hat sich in die Rückfrage nach Jesus eingeschaltet. A Rabbi Talks with Jesus, 1993, in mehrere Sprachen übersetzt. Doch richtete sich sein Interesse eher auf eine Basis für den jüdisch-christlichen Dialog als auf die historische Rekonstruktion. Er beschränkt sich daher weitgehend auf das Jesusbild des Matthäusevangeliums. Ich habe diese jüdischen Stimmen exemplarisch erwähnt, um deutlich werden zu lassen, dass Jesusforschung kein ausschließlich christlich-theologisches Anliegen ist. Ohne Frage wird auch die Zahl muslimischer, anders oder nicht religiös gebundener Beiträge künftig noch wachsen. Damit ist aber die Deutungshoheit christlich-theologischer Exegese auch im wissenschaftlichen Diskurs durchbrochen. Eine Verlagerung, deren Konsequenzen noch kaum abzusehen sind. Im Folgenden also exemplarisch einige Stimmen nun aus der theologischen Jesusforschung. Wie gesagt, ohne eine komplette Forschungsskizze anzuvisieren, als kurze Erinnerung an den Weg, den die Forschung bereits zurückgelegt hat. Hermann Samuel Reimarus, 1694 bis 1768, in dem Schweizer, wie gesagt, den Auftakt einer eigentlichen Jesusforschung sah, war Professor für orientalische Sprachen in Hamburg und in seinem religiösen Denken Deist. Verschiedene wissenschaftliche Publikationen zu anderen Themen, nicht zuletzt zur Verteidigung des populären Deismus, hatten ihm unter anderem eine Mitgliedschaft in der Russischen Akademie der Wissenschaften eingebracht. Seine Ausgabe des Dio-Cassius in zwei mächtigen Folianten war eine mustergültige editorische Leistung. Und in Hamburg war sein Salon ein Zentrum des kulturellen Austausches. Auch wenn er seine radikalsten Gedanken geheim hielt. Auch war Reimarus ein Schwiegersohn des bekannten klassischen Philosophen Johann Albert Fabricius, über den er eine Biografie schrieb. In seiner Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes. Man beachte das Vernunftpathos der Aufklärung. Unterschied Reimarus methodisch und durchgehend den Glauben der Kirche von der eigenen Botschaft Jesu. Diese Schrift oder besser Aufsatzsammlung verdankt ihre erste auszugsweise Veröffentlichung dem Interesse Gotthold Ephraim Lessings, 1781, den kennen Sie, der mit Reimarus Kindern befreundet war. Lessing publizierte sie anonym und posthum unter dem Titel Fragmente eines Ungenannten. Musste sich sofort gegen den Verdacht wehren, er selbst sei der Verfasser. Die Autorschaft von Reimarus wurde erst 1814 endgültig enthüllt, als die Gesamtfassung der Schrift bekannt wurde. Gedruckt wurde diese Fassung übrigens erst 1972. Reimarus interpretierte Jesus nun als politischen Reformator. Alles Wunderbare und Übernatürliche wurde ausgeschlossen. Sein erhofftes Gottesreich, sein politisches Messiasreich, dessen Aufrichtung aber durch die Römer mit seiner Hinrichtung verhindert wurde. Die Jünger aber hätten sich an das bequeme Leben als Jünger eines religiösen Führers gewöhnt und daher ihre Zuflucht zu einem geplanten Betrug genommen.
Das ist das sogenannte siebte Fragment von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger. Sie hätte nämlich den Leichnam Jesu gestohlen und die Geschichte der Auferstehung erfunden. Wie es Ende des ersten Jahrhunderts ja schon einmal von jüdischen Gegnern der Jesusbewegung behauptet worden war. Matthäus 28, 11 bis 15. Speziell diese These, diese Betrugsthese, wurde nachher bekannt werden, heftig in kirchlichen Kreisen angegriffen. Das war der berühmte Fragmentenstreit. Und sie hat auch dezidiert nichtchristliche Autoren kaum je überzeugt. Die Naherwartung der ersten Jünger hielt er für eine Art Werbetrick. Warum hätten die Jünger für eine Idee später sterben sollen, sich verfolgen lassen sollen, die sie so plump erfunden hätten? Von solchen spekulativen Ideen abgesehen, hatte Reimarus doch viele Aufgaben der entstehenden Jesusforschung definiert. Wegweisend war die Problemanzeige einer Unterscheidung zwischen Jesus selbst, wir würden heute sagen dem historischen Jesus, und der frühen christlichen Bewegung. Reimarus forderte, Zitat, dasjenige, was die Apostel in ihren eigenen Schriften vorbringen, von dem, was Jesus in seinem Leben selbst ausgesprochen und gelehret hat, gänzlich abzusondern. Aus dem siebten Fragment wie oben. Lessing selbst, sein erster Herausgeber, distanzierte sich von manchen Positionen des Reimarus, teilte aber die Einsicht in die Notwendigkeit historischer Untersuchung, so in seiner eigenen Schrift, neue Hypothesen über die Evangelisten als bloß menschliche Geschichtsschreiber betrachtet. Doch wurde auch diese kleine Studie erst posthum 1778 publiziert. Lessing sieht bereits deutlich, dass die ersten Christen nicht aufhörten, Juden zu sein. Damit waren radikale Fragen gestellt, auch wenn sich manche Thesen nicht als tragfähig erwiesen. Außerhalb akademischer Diskurse ist ein kurioses Seitenkapitel dieser radikal aufklärerischen Forschung das Leben Jesu des dritten Präsidenten der USA und maßgeblichen Autors der Unabhängigkeitserklärung Thomas Jefferson, 1743 bis 1826. Der hat nämlich auch ein Jesusbuch geschrieben, wie Sie vielleicht noch nicht wussten. Dieses strikt rationalistische Jesusleben erstellte Jefferson ab 1804 in mehreren Etappen, letztlich unter dem Titel The Life and Morals of Jesus of Nazareth, extracted textually from the Gospels in Greek, Latin, French and English. Alles Wundersame wird hier schlicht weggelassen. Ebenso Engelerscheinungen, Prophetien, auch die Auferstehung Jesu, die Jefferson für Aberglauben hielt. Das Buch endet folgerichtig mit dem Begräbnis Jesu und besteht im Wesentlichen aus einer Collage von Evangelientexten, die mit Jeffersons persönlichen Überzeugungen vereinbar schienen. Ähnlich wie es Markion mit dem Lukas-Evangelium gehalten hatte. Eine aufklärerische Sicht auf Jesus stellt sich hier vor allem als Verzicht auf Wunder und Offenbarung dar. Das Buch wurde zu Jeffersons Lebzeiten nicht gedruckt, blieb aber als Manuskript erhalten. 1902 ließ der Kongress der Vereinigten Staaten ein Set von Lithografien des nun auch Jefferson's Bible genannten Werkes herstellen, die als Geschenke für neue Kongressmitglieder verwendet wurden. Bald danach wurde das Buch dann auch gedruckt. Eine wirklich etwa die Synoptiker vergleichende Forschung stellt Jeffersons Jesusbuch natürlich nicht dar, zeigt aber sehr deutlich, wie eine persönliche, in diesem Fall ganz rationalistische Religiosität ein Jesusbild erzeugen konnte, das von allen kirchlichen Zügen bereinigt war. Solche Versuche hat es immer wieder gegeben und bereits die Frühaufklärung kennt eine ausgeprägte Wunderkritik, die das Christentum an den Kriterien einer vernunftgemäßen Naturreligion messen wollte. Dass diese natürliche Religion selbst einfach ein theologisches Produkt einer kirchenkritisch reduzierten Christologie war, konnte man noch nicht so klar sehen. Ja, das mag für heute genug sein. Anfänge der Leben Jesu-Forschung, einen kleinen Seitenblick auf die jüdischen Forscher, Leben Jesu-Forschung 2, dann 19. frühes 20. Jahrhundert, das dann einer folgenden Vorlesung, es wird dann auch eine separate Vorlesung zu den Anfängen der Formgeschichte geben, das dann, so Gott will, in Kürze. Und das war's für heute.